Oh, der Clan heißt Hashtag Baumies. Oh, ey. Ah, wieso schreibe ich so scheiße? Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas und Playgeddon. In der heutigen Folge stehen mal wieder die Besucher an und der erste, der besucht wird, ist der Niki aus dem Clan Loyalty to Respect. Du hast mir wieder deinen falschen Clan aufgeschrieben, aber ich habe zufällig bei Fleoneo gesehen, dass du dich da auch beworben hast und deswegen hat es nochmal geklappt. So, deswegen können wir jetzt auch deine Base beurteilen. Radlevel 9, Farming Base, Clanburg weit in der Mitte, X-Boss auf 2, Minenwerfer auf Level 6, 6, 7, 7. Kanone Level 10, Bogenschützentürme Level 10, also eigentlich noch so Radlevel 8 Niveau, ist eigentlich in Ordnung. Ich weiß nicht, wie lange du schon auf der Rathausstufe bist, okay. Bogenschützenkönigin Level 9, also schon etwas länger. Ja, die Mauern in der Mitte sagen schon auch einiges auf Level 9, okay. Von der Ausstellung her ist es eigentlich relativ in Ordnung. Die Luftabwehren stehen relativ weit draußen, aber das macht ja nichts, solange sie ungefähr die ganze Base abdecken. Wobei, da ist jetzt ein kleines Problem in der Mitte. Wird nicht von den Luftabwehren abgedeckt. Und man kann deine Base eigentlich relativ gut mit Lufttruppen zerstören. Deswegen würde ich mir etwas einfallen lassen, sodass die Luftabwehren etwas weiter innen stehen. Die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Sind auf Level 6. Ist in Ordnung. Kannst du natürlich noch auf 7 machen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Minenwerfer hast du 2 aus 7, 2 aus 6. Die anderen würde ich auch noch auf 6 bringen in nächster Zeit. Joa, aber ja, deine Bogenschützentürme solltest du auch noch auf 10 machen. Machst du ja gerade. Das läuft doch einigermaßen. Joa. Ich finde die Ausstellung eigentlich relativ in Ordnung. Mach weiter so, wie gesagt. Minenwerfer hoch, Magiertürme hoch. Dann die Bogenschützentürme auf 11 und dann läuft der Rubel. Der Rubel. Marco, Destroyer ist der nächste, der besucht wird. Radlevel 9, Farming Base, wieder vorherige Kandidat, also Niki. X-Bögen Level 2, Bogenschützenkönigin Level 10, Barbarenkönig Level 10, nice one. Minenwerfer Level 6, Luftabwehren stehen diesmal aber mittig, na, beziehungsweise zwei Stück stehen weiter innen und decken somit die gesamte Base ab. Ja, diesmal deckt es die ganze Base ab, wie man sieht. Magiertürme Level 6, einer ist auf 7. Boah, mein Tipp wäre es erstmal die Minenwerfer hoch, dann die Magiertürme, wie ich es bei jedem sage. Kanonen Level 10 ist in Ordnung, Bogenschützentürme Level 10 ist in Ordnung. Der Luftfeger steht relativ weit außen und man muss eigentlich nur die Lufteinheiten hier so setzen. Aber da hast du ja Luftminenbomben hingepackt und da vibriert schon mein Handy. Nach dem letzten Systemupdate kann ich mein Handy endlich wieder auf Vibration und lautlos stellen. Oh, ich hab's vermisst. Okay, Thema beiseite. Mauern in der Mitte sind schon auf 9, also ich würde demnächst die Mauern auf 8 starten. Habe ich auch sehr spät gemacht, aber ja, ist Meinungssache. Also ich finde, dass die Mauern wichtig sind. Sagen manche auch, sagen manche nicht. Ist wie im Konsolenkrieg, aber das wollen wir auch nicht mehr thematisieren. So, was können wir noch zu deiner Base sagen? Teslin Level 4, 5, 4, 5, ja, das ist doch in Ordnung. Mein Tipp, Mauern 8, Minenwerfer 7, Magiertürme 7 und dann ist alles in Ordnung. Du machst gerade was im Labor, wir können ja mal ganz kurz reingucken. Okay, da scheint eigentlich alles auf Max zu sein. Kobold kann sich upgraden, Mauerbrecher kann es auch nicht upgraden. Heiler kannst du bis auf 4 machen. Aber sonst, entweder eine dunkle Truppe oder Heilzauber Level 6. Kannst du mir hier unten in die Kommentare schreiben, was du gerade machst. Ja, von der Ausstellung her ist eigentlich relativ in Ordnung. Farmer sein hat Vorteile. Und dann würde ich sagen, wir werden den nächsten besuchen. Der nächste, der besucht wird, ist der liebe Arnold. Bitte spende etwas mehr. Dein Spendenverhältnis ist ein bisschen, ja, sagen wir es so, mager. Radis Level 9 Farming Base. Bist etwas zu früh hochgegangen. Scheint der erste Eindruck zu sein. Die Mauern würde ich in nächster Zeit auf 7 machen. Da würde ich alles stehen und liegen lassen. Aber die müssen mindestens auf 7. Finde ich zumindestens. Dunkler Bohrer hier auf 4 und der ist auf 2. Ist in Ordnung, aber wenn du den bis auf 6 machst, das hat einige Vorteile, ich sag's dir. Minenwerfer Level 7. Magiertürme Level 6, einer ist auf 5. Minenwerfer sind in Ordnung. Magiertürme würde ich auch irgendwann demnächst mal starten, weil die eigentlich relativ wichtig sind.
Bogenschützentürme würde ich aber vorher mindestens auf 9 bis 10 machen. Einen machst du ja gerade auf 9. Der ist auf 9. 8. Doch, 8. 8. 8. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das läuft doch. Nix. Bögen Level 1 und Level 2. Ist auch schnieke. Hier sind die Riesenbomben deaktiviert. Ja, reaktivieren muss nicht sein. Kann man machen, aber muss man nicht. Von der Ausstellung her würde ich sagen, ist in Ordnung. Minenwerfer decken jeweils zwei Lager ab. Hier auch. Hier auch. Der Luftfeger steht sogar relativ gut positioniert, dass man gezwungen ist, von hier oben anzugreifen. Denn wenn man von da unten angreift, hat man einen langen Weg über die Base. Okay. Barsch ist noch auf Level 5. Kobolde Level 3. Ja, wenn man ihn nicht benutzt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Muss man ihn nicht upgraden. Ist optional, würde ich sagen. Luftabwehr Level 5. 6. Okay, so, Ausstellung her, in Ordnung, eigentlich sogar relativ schnieke, wie gesagt, Mauern 7, Magertürme upgraden und dann sieht deine Base richtig schnieke und pornös aus. So, Tore wird als nächstes besucht, hatte sich ja schon gewünscht gehabt und ich habe dich sogar im CW mitmachen lassen, nein, das ist ja nicht sogar. Wenn du es dir wünschst, dann gerne. Rathaus Level 6, Trophy Base, Magerturm Level 1, Level 2. Luftabwehr Level 2, Minenwerfer Level 3 gehen bis auf 4, wenn ich mich nicht ganz irre. Jagdleben ist auf 4. Kanonen Level 6, die gehen glaube ich bis auf 7. Ne, die gehen sogar bis auf 7, ja, bin ich mir sicher. Eine Kanone hast du ja schon auf 7. Bogenschützentürme hast du 2 auf Level 6, kannst du auch bis auf Level 7 machen. Kosten glaube ich 360.000, kannst du mir auch in die Kommentare schreiben. Ich habe ja selber gerade meinen Rathaus Level 6 Account, bin gerade hochgegangen. Wenn ihr da mal LPs sehen wollt, schreibt es ruhig unten in die Kommentare rein, würde ich mal gerne machen. Wäre so eine Abwechslung und dann kann ich auch für die niedrigeren Level zeigen, was so sinnvoll ist in dieser Region, Rathausregion, was zu machen und weitere Dinge. Einige Mauern hast du schon auf 6, die anderen sind auf 5. Das sieht doch in Ordnung aus. Lager auf 9. Ja, muss man nicht upgraden. Machen muss man. Sollte man aber machen, muss man nicht, sollte man machen. Goldlager, Goldmine Level 4, Goldmine Level 10. Joa. Zu Rathaus Level 6 Basen kann man immer schlecht was sagen in der Bewertung. Tut mir wirklich leid, aber du hast halt noch nicht so viele Mauern zur Verfügung. Deswegen. Ja, ich würde sagen, ist in Ordnung. Ich würde dir empfehlen, Farmer zu werden. Und dann hast du einige Vorteile. Die meisten stängeln sich nur den Rathaus und nicht den Loot. Hast du 12-Stunden-Schild und kannst ein bisschen chillen in der Zwischenzeit. Kannst ein bisschen, weiß ich nicht was machen, Konsolen spielen, ein bisschen fetten. Nein. Ja, ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir werden den nächsten besuchen. So. Hier ist der Gamer-Prototyp. Wieso erinnert mich der Name an irgendeine Yu-Gi-Oh!-Karte? Egal. Rathaus Level 6 Farming Base. Wie Tore ich schon empfohlen habe, empfehle ich dir auch, Farmer zu werden. Deine Magertürme sind auf Level 2, deine Bogenschützentürme sind auf Level 5, 4 und 5, Kanone Level 5, 5, Minenwerfer Level 3, Maskrat auf 3. Jo, ich glaube, du bist noch nicht allzu lange auf Rathaus Level 6, sieht man hier noch an den Mauern. Die würde ich demnächst auch mal starten, aber du machst ja hier gerade andere Sachen. Zum Beispiel, gradest du deine Zauberspruchfabrik ab. Genau, das kann ich auch noch machen, voll vergessen. Riesenbomben hast du auch schon gebaut. Ja, also hier kann man wirklich auch wieder nicht viel sagen, aber von der Ausstellung her gefällt mir es eigentlich relativ gut. Sieht aus wie so, keine Ahnung, wie so 4 Kreuze und in der Mitte ist irgendwie der Schatz oder sowas, keine Ahnung. Bauhütten hast du 2, jo, 2, boah, ist eigentlich in Ordnung. Klärenburg steht etwas weit außen, aber ich meine, auf deiner Rathausstufe ist die Klärenburg sowieso noch nicht so wichtig wie auf anderen Rathausstufen. Ja, die fehlen auch noch die Mauern, um deine Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber das kommt ja noch in den nächsten Rathausstufen. Wenn du auf 7 upgradest, kommen ja auch wieder 50 Mauern dazu. Also von daher ist alles in Ordnung. Ich würde empfehlen, deine Magertürme kannst... Ja, Magertürme kannst du noch auf 3 machen. Das würde ich demnächst machen. Dann die Minenwerfer auf 4, dann der Rest. Dann kannst du auf Rathaus Level 7 gehen. Hast das dunkle Elixier zur Verfügung. Und dann macht die Welt Spaß. So, lieber Weinibar, ich habe jetzt deine Base gesucht unter dem Hashtag PQ09GLJ. Und ich habe leider nichts gefunden. Ich habe jetzt ein paar Minuten lang gesucht. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Schreib mir einfach deinen korrekten Hashtag-Kürzel in die Kommentare. Oder falls du einen neuen Clan bist oder der Clan aufgelöst wurde, bitte den neuen drunter, wäre sehr lieb. Der liebe Tommy aus dem Clan Frontline, Schrägstrich Frontline Blue,
wird jetzt besucht. Radeslevel 7 sieht eigentlich relativ nice aus mit den vollen Lagern in der Mitte. Ich würde dir trotzdem empfehlen, die Lager irgendwie anders zu positionieren, denn wenn man einmal in der Mitte ist, bekommt man alles. Wobei, ja, da sind zwei Magiertürme, die schützen. Ja, ist wieder so eine Streitigkeit. Magiertürme Level 4, WhatsApp, Schnauze. Magiertürme Level... Ach, Minenwerfer, Alter! Minenwerfer Level 5. Jo, Magiertürme Level 4. Entspricht das Maximum. Kanonen Level 8. Ui, auch das Maximum. Bogenschützentürme Level 8. Auch das Maximum. Bohrer Level 3. Auch das Maximum. Luftfeger Level 3 machst du gerade. Ist, glaube ich, auch das Maximum. Jo, ist das Maximum. Das mit dem Labor außen ist ein bisschen unnötig, aber naja. Du kannst nur noch deine Mauern upgraden. Der Barbarenkönig ist auch gut geschützt. Wobei, bei Bogenschützen ist das so eine Sache, ne? Aber ist ja egal, ist ja egal. Ja, ist eigentlich Top-Base, bald Maxed Out. Und dann Glückwunsch, wenn es Maxed Out ist und du Radius Level 8 gehst. Ist ein schönes Gefühl immer, wenn man hochgeht. Mach weiter so. Lieber Tobi Jonge, ich habe deinen Clan nicht gefunden unter dem Hashtag J8LYGCQ. Im Übrigen habe ich jetzt den Clan gefunden von Weinbier. Du hast ja auch deinen Clan-Namen reingeschrieben. Das werden wir diesmal nicht überspringen. Hey... Ru-ma-sa-to. Ist irgendwie asiatisch, klingt zumindest so. Viny Base, das bist du doch, oder? Warte mal, hab ich wieder so scheiße geschrieben, dass ich meine... Okay. Ja, du heißt so. Ich konnte mal wieder meine Schrift nicht lesen. Super. Rassel 9, Trophy Base, Magiertürme Level 7. Die stehen etwas weit außen, ist aber nicht schlimm. Luftabwehren Level 7, Max. Minenwerfer Level 7, Max. Kanonen Level 11, Max. Bogenschützentürme Level 11, Max. Jo, ich würde sagen, grade deine Mauern ab. Aufstellung gefällt mir. Farmer sind halt Vorteile, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, aber sonst ist die Base eigentlich relativ nice. Gefällt mir zumindest, ist wirklich sehr gut. Joa, Mauern hoch und dann ist deine... Ah, wobei? Ich glaube, die screenshotte ich mir mal sogar. Gefällt mir. So. Ich habe deinen Clan zum Glück noch gefunden und konnte damit dich besuchen. Ist nur eine kurze Analyse, aber du hast ja beinahe alles auf Max. Sie fehlen zwar noch die Lava-Hunde, aber die sind optional. So wichtig sind die jetzt auch nicht, finde ich. Also ich kann nicht mit denen angreifen, deswegen finde ich die nicht so wichtig. Natürlich kannst du noch deine Riesen upgraden, aber wenn du die nicht benutzt, dann braucht man das natürlich auch nicht. Kreis mit Barge 194 von 220. Vielleicht bist du gerade online. Hallo. Wir werden den nächsten besuchen. Lieber Johann, du hast mir nur versprochen, dass die Knechte nur einmal gibt und Knechte Renos, da bist du auch nie drinne. Ich kann normal suchen, so wie du es aufgeschrieben hast. Die Knecht... Ter? Nee, ich finde nur die Knecht Urinus. Schade aber auch. Sag mir einfach deinen neuen Clan, am besten mit Hashtag-Kürzel. Der hat immer Vorteile, wenn man einen Hashtag-Kürzel dabei hat. Und dann wirst du besucht. So, lieber Farm Pirates, jetzt bist du da. Das letzte Mal warst du nicht mehr im Clan drin, schade aber auch. Ich habe gerade einen YOLO entdeckt. Wir brauchen auch wieder YOLOs. Ich glaube, wir haben gar keine mehr. Voll schade. Du kannst ja mal deinen YOLO im Clan überreden, bei uns vorbeizuschauen, weil wir YOLOs brauchen. Moment, es gibt hier zwei Farm Pirates, aber ich schätze mal, dass der bessere Account der sein wird, der besucht werden will. Radeslevel 8, Farming Base, Minenwerfer Level 7, Max, Luftabwehr Level 6, Max. Bunkstens über Level 9, okay. Ja, machst gerade 2 auf 9 und einen kannst du noch upgraden auf 9. Kanonen sind auch noch auf 9. Mein Tipp an dich. Mach jetzt deine Bogenschützentürme hoch. Was du gerade machst, dann die Kanonen. Dann hast du schon beinahe alles auf Max. Bis auf die Mauern. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob du die Mauern auch noch auf 8 machen willst. Ist ja wie gesagt optional. Mach nicht alle. Kann man machen. Muss man aber nicht. Deswegen werden wir einfach in dein Profil schauen. Riesen kannst du noch upgraden, aber wenn du die nicht benutzt, musst du die natürlich auch nicht upgraden. Von Truppen her hast du alles. Läuft. Die Ausstellung gefällt mir auch eigentlich relativ gut. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an eine Base, die ich früher hatte. Ich weiß nicht, ob es die war. Kann natürlich sein, aber na gut. Luftfeger Level 3 geht bis auf 4. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Kannst du mir auch unten in die Kommentare schreiben. Wäre ganz lieb von dir. Der Luftfeger steht etwas weit außen, sodass man eigentlich nur von hier angreifen muss. Aber wahrscheinlich hast du hier Luftbomben oder sowas in der Art stehen. Ja, die Base gefällt mir, mach weiter so, dann bist du bald schon auf Radeslevel 9 und dann hast du wieder einige neue Gebäude, die du benutzen kannst. Lieber Tobi XD, ich konnte deinen Clan leider auch nicht finden, kannst mir deinen neuen Hashtag-Kürzel unten in die Kommentare schreiben. Damit werden alle besucht, die besucht werden wollten. Natürlich habe ich wieder, ich habe beinahe noch einen vergessen, es tut mir leid.
Das Besondere war diesmal, du hast dich per Instagram beworben. Könnt ihr natürlich auch machen. Könnt ihr mal bei PlayerGaddon_ vorbeischauen. Ist auch in der Beschreibung. Baumi. Ist wahrscheinlich... Was? Oder ich habe wieder meine Schrift total schlecht geschrieben. Ach, come on. Leon, was ist denn das denn? Was ist denn das denn? Hashtag Bau. Oder Baumami? Wir suchen noch einmal Baumi. Ja, jetzt machen wir mal Hashtag Baumami. Okay, da gibt es einige. Das ist, glaube ich, der Fan-Clan von Pucki, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, eigentlich kann es ja nur der hier sein, ne? Wir suchen hier einfach mal nach Leons. Er hat gesagt, zwei gibt's da drin. Opetoli ist, glaube ich, auch einer, der YouTube-Videos macht. Also ist das wahrscheinlich der richtige Clan. Aber unter Hashtag Baumi habe ich nichts gefunden. Wahrscheinlich meintest du Jorge of Name. Lul. Wahrscheinlich meinst du Baumami. Das kann natürlich auch sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Reus Justin 007 im Lars Sören Patze. Jan Play the Math. Leon, 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 Leon. Wir gucken mal ganz kurz auf Instagram vorbei. Oh, der Clan heißt Hashtag Baumis. Oh, ey. Wieso schreibe ich so scheiße? So, gefunden. Und WhatsApp, halt deine Schnauze. Leon, wo bist du? 127 hast du geschrieben, bist du um den Dreh. Deswegen werden wir dich besuchen. Rates Level 10. Farming Base. Inferno-Türme auf Level 3. X-Bürgen Level 4. Entspricht dem Maximum, wenn ich mich nicht ganz irre. Magetürme Level 7. Minenwerfer Level 7. Level 7. Level 8. Level 7. Level 8. Nee, Moment mal. 7, 7. 8. Okay. Magetürme Level 7, 8, 7, 7. Fernotürme sind auf Max, X-Bögen sind auch auf Max. Den einen machst du gerade auf Max, okay. Joa, meine Empfehlung, Bogenschützentürme mindestens auf 11, Kanonen auf 11. Joa, keine Ahnung, ich kann wirklich gerade Level 10 Bases schlecht beurteilen. Aber ich versuche mal mein Bestes. Klärenburg steht relativ weit mittig. Ausstellungsmäßig hat einen leichten Trap-Faktor und Trap-Bases hat man, mit denen hat man Erfolg, wenn man halt Gold hat ohne Ende oder sehr gerne investiert. Der Luftfeger steht außen, der arme Luftfeger, nein. Wenn du den nicht reinstellen willst, brauchst du auch nicht, also ist optional. Mauerbrecher Level 6, ich mag die total gerne. Die haben solche Fässer in der Hand, solche Riesenbomben oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, die Luftabwehr Level 6 und 7. Joa, mein Tipp. Bogenschützentürme mindestens auf 11, Kanonen mindestens auf 11. Und dann kann man gucken, wie man den Rest upgradet. Sonst würde ich sagen, von der Ausstellung her gefällt mir die Base eigentlich relativ gut. Damit wäre die heutige Besuchsfolge vorbei. Wenn ihr auch mal besucht werden wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Besuchsfolge. Ciao. Tschüss.